Finden wir es raus. Ah, sehr gut. Diesmal hat es funktioniert. So, kommen wir zu den letzten Vieren. Ja, ich nehme alles auf einmal mit. Ich möchte nicht dreimal fahren müssen. Also wie kriege ich die denn so schön hingestellt? Das werden wir gleich sehen. Da passt's, da passt's. Mhm. Nein, das ist nicht das, was ich möchte. Auch nicht. Nein, das möchte ich erst recht nicht. Ha! Kennst du den schon? Ich bin da gar nicht auf der richtigen Höhe, oder? Na, voll. Ja, das gibt's natürlich auch. Das ist richtig ärgerlich, sowas. Und die Palette kriege ich nur auf eine Möglichkeit weg. Ich kann die aber auch nicht sichern, das ist der Nachteil an der Sache. Wie auch immer das jetzt gerade hält, ich bin mir nicht ganz sicher. Bin ich hoch genug? Ja, theoretisch schon. Das wird noch sehr interessant. Spätestens wenn ich die Ladung löse. Oh Mann. Ich habe es noch nie erlebt, dass jemand, ich sag jetzt mal, die Paletten in so ein Regal erst räumt, damit ich sie mit dem Stapler wieder rausräume. Es ist auch irgendwo nicht ganz nachvollziehbar. So, das müsste die richtige Höhe sein, etwa. Etwa, sag ich. Wo ist denn das andere Ding? Ach, so weit weg da. Frag mich nicht, warum die sich jetzt gegenseitig da. Was sie da gerade machen, ich weiß es nicht. Wie gesagt, die Physik von den Gegenständen ist manchmal ein bisschen. Ja, gewöhnungsbedürftig kann man es nicht nennen. Das ist einfach nur sehr wackelig. Was passiert, wenn ich es jetzt löse? Ja. Ist nicht korrekt verladen. Richtig. Wisst ihr was?
Da ich eh gleich die Hälfte verlieren werde. Na wohl, wer weiß. Bordsteinkante. Magst du mal kurz warten, bis ich hier weg bin? Danke. Ich hoffe, das ist nicht ganz oben. Es bewegt sich alles. Und da links, der wird sich gleich verabschieden. Es ist ganz oben. Na toll. Warte bitte. Und tschüss. So, nachher haben wir dann einen schönen Britschenwagen, da tue ich mich leichter. Problem natürlich, der hat wieder so einen komischen Haken hinten. Mit dem komme ich nicht ins Regal rein, also. Den Stapel werden wir ewig hören haben. Ich sehe schon die Baustelle. Ich müsste noch um die Kurve rum. Vielleicht fahre ich damit. Ne, der Bagger braucht ewig, bis er da oben ist. Also wie die Palette jetzt hier noch hält, ich weiß nicht. So, wie komme ich jetzt zum Stapler? Gar nicht. Schön. Borschaffhändler. Ach so, ja. Echt. Unfassbar. Borschaffhändler immer noch. Baustoffhändler. Ja, komm, 6 Dollar. So, wir haben ein Problem mit you. Eine Palette haben wir noch. Die würde ich auch richtig anfahren. Wäre hilfreich. Ich könnte mir wieder ein neues Fahrzeug leisten. Das ist ja unfassbar. Vielleicht sogar noch dasselbe. Wer weiß. Kriege ich die jetzt da schön drauf gestapelt? Natürlich nicht. Bitte, bitte sag mir nicht, dass die jetzt auch rumspielt. Rumspackt. Entschuldigung bitte das Wort. Die Ladung kriege ich so nicht gesichert. Jetzt ab. Ladida. Problem ist, ich muss den nachher wieder zurückbringen. Kann ich nicht zwei Paletten übereinander stellen und dann transportieren? Mal schauen, wie die jetzt liegt. Wenn die gut liegt, könnte ich sie einfach so mitnehmen.
Ja, lieber eine Hupe. Na stimmt, steht ja dran, dass er still ist. Und sie steht richtig rum. Das ist richtig strange. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. So, das Problem ist, vorne passt sie, glaube ich, nicht mehr drauf. Und das erhält, meine ich. Deswegen werden wir uns eines kleinen Tricks bedienen. Der auch nur in diesem Game hier geht. Da steht zwar gesichert. Ja, geh einfach rüber, kein Problem. Ich sehe dich schon. Da steht zwar, es ist gesichert, aber das. Das gilt nur für die untere Palette. Was macht ihr da zwei denn da? Ich muss da mal durch. Ja, okay. Vorschlaghammer. Dann bleib einfach stehen. Ich fahr um dich rundherum. Na, du bleibst hier. Es könnte mal was einfach sein, gell? Jetzt sind da Rechtskurven. Fast nur noch Rechtskurven. Ah, wir sind nicht gleich da. Oh, das könnte ein Problem werden. Ah ja. So, jetzt gegangen. Wer ist gegangen? Jetzt bringe ich die Ware schon mit dem Gabelstapler zur Baustelle, glaube ich das. So, wo ist denn der Klump? Nicht dein Ernst. Die ist nicht wirklich da runtergefallen, oder? Och, Leute. So, ich würde ganz gerne den zurückspringen. Da. Ja, komm. Ach, Leute. Im Bett braucht nichts aus Sport heute. Es wird ein Zeitraffer. Ah, das geht's nicht. Tut mir leid. Warum nicht gleich so? Weil ich ein Idiot bin, ich weiß. Tut mir leid. So. Jetzt hat die Ladung nicht gesichert, aber. Ach. Ist nicht so tragisch, aber die Wände oben. So viel ist es ja nicht, was transportiert werden müsste. So, dann hebt man mal den ganzen Klump wieder rein. Da lang. Da lang.
Kamerasteuerung ist immer ein Problem für mich. Ja, nicht nur die. So, dann hebe mal hoch das Ding da. Wie war denn das? Wo muss ich denn da hin? Ich hoffe, mich dazu einklappen. Ja, Erde nämlich auch, natürlich. Klar, wieso nicht? Das war doch so. Ich kann doch das Ding mit dem heben. Ich weiß es. Gut, dass wir die anderen die liegen auf dem Kopf. Und nicht besser. Ja gut, dann machen wir es auf die alte Methode. Ah! Nein. Was? Was war das jetzt? Mach ich den da hinten auch? Ich glaube nicht, gell? Das ist zu weit weg. Ja, der ist zu weit weg. Ich glaube, er ist nicht drin. Was mit dir da unten? Der ist zu weit weg. Ne? Achso, ja. Befindet sich in der Erde. Muss man auch drauf achten. Das müsste aber reichen jetzt. Es ist sogar zu weit. Oh. Ja, wenn das zählt, dann zählt's. Sehr schön. So, was hättest du jetzt gern? Genau. Muss ich's doch. Da, die, da. Wohl. Ich versuch's einfach nochmal. Vielleicht klappt's ja diesmal. Früher hat das immer super funktioniert. Ach, komm, Botschein. Finden wir es raus. Also, Kind, da macht es nicht nach, gell? Man lädt so keine Waren ab. Perfekt. Oder wollt ihr die anderen auch gleich haben? Weil dann gebe ich die mir auch gleich. Ich glaube nicht. Das ist nicht dein Ernst, weil der da oben liegt, oder? Irgendwas mit der Klappe nicht.
klettern. Haha! Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, okay. Da bin ich einmal nicht schnell genug, weißt? Oh, der wird gleich wegfliegen. Ihr kennt doch dieses auf YouTube, diese funny Videos, wo der Nummer heißt, bye, have a great time. Der wird sich da gleich richtig schon rausklippen. Vielleicht sollte ich meinen Bagger mal lieber ein Stückchen beiseite bringen. Ich meine, ich könnte mir theoretisch auch einen Schubs geben. Na, das reicht nicht. Hat auch nicht jeder einen Wackel-LKW am Zaun. Na komm, bringen wir es zu Ende. Oh, meine Spiegel gehen da doch. Wow. Bin beeindruckt. Irgendwie wackeln wir immer weiter rechts. Ach, da oben kann ich gucken, aber nicht zum Fenster raus. Mann, Mann, Mann. Na gut, komm, erlösen wir ihn. Springen wir mal zum Firmengelände. Ja. So.